Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine persönliche Sympathie, die Sympathie, glaube ich, aller Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und ich glaube, Frau Kollegin Kolbe hat auch deutlich gemacht, die Sympathie aller Kolleginnen und Kollegen der SPD-Bundestagsfraktion gilt den Menschen, die den Unrechtsstaat DDR unter vielen Entbehrungen, Gefährdungen, zum Teil Gefängnisaufenthalten, Wegnahme ihres Eigentums und was alles noch in diesem Unrechtsstaat geschehen ist, verlassen haben. Und deswegen will ich als erstes festhalten, unabhängig von allen rechtlichen Regelungen, es war der Unrechtsstaat DDR, den diese Menschen zugunsten eines demokratischen und freiheitlichen Rechtsstaats verlassen haben. Und deswegen gilt ihnen auch heute unsere Hochachtung und ich sage auch ausdrücklich unsere Sympathie. Nun ist bei aller Sympathie aber etwas nicht wegzudiskutieren, nämlich, dass ich nicht wegen Sympathie jemand eine Rente zusprechen kann und wegen weniger sympathischem Verhalten jemand eine Rente absprechen kann. Das haben wir übrigens auch bitterlich erfahren. Meines Erachtens wäre es nach meiner persönlichen Auffassung gerechtfertigt, dass diejenigen, die diesem Unrechtsstaat DDR gedient haben und auch noch in unmenschlicher Weise das Unrecht exekutiert haben, eher die Rente gekürzt wird. Aber auch das lässt unser Rentenrecht nicht zu. Zweitens, was ist Recht? Für jeden von uns gilt, für jeden Bürger, dass ich, wenn ich beginne zu arbeiten, das dann dort geltende Rentenrecht durch den Gesetzgeber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verändert wird, selbstverständlich an dem Tag, in dem ich in Rente gehe, also Rente beziehe, dass dann aktuelle Recht gilt. Das hat der Birkwald offensichtlich nicht kapiert. Es gilt immer das aktuelle Recht, und zwar für alle Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Das ist Rechtsstaat. Und nachdem wir gestern in der Ausschusssitzung das alles noch mal rauf und runter miteinander erörtert haben, wundere ich mich über die Rede von Herrn Birkwald. Offensichtlich gilt für Abgeordnete der Linke, Erörterung im Ausschuss ist für sie schnurzegal. Sie wollen und sie können nichts dazulernen. Was ist das Problem? Als diese Damen und Herren, denen meine volle Sympathie galt, den Unrechtsstaat DDR verlassen haben, gäbe es zwei Möglichkeiten gegeben. Dass sie aus der DDR ja nichts mitbringen konnten, auch keine Rentenanwartschaften, man hätte sie mit Sozialhilfe bedient. Gott sei Dank haben wir das Fremdrentengesetz geschaffen. Und das hat Folgendes gemacht. Man hat eine Fiktion aufgestellt. Wie würde die Rentenbiografie dieses konkreten Menschen mit seiner konkreten Ausbildung, Tätigkeit aussehen, wenn er die ganze Zeit hier im Westen gearbeitet hätte? Das ist Fremdrentenrecht. Gleiches gilt für die Deutschstämmigen, die aus der ehemaligen Sowjetunion zu uns gekommen sind. Das Zweite ist, nun kommt der Mauerfall, ein historisches Ereignis, was Deutschland und Europa verändert. Der Eiserne Vorhang ist weg, die kommunistischen Diktaturen sind in sich zusammengefallen. Wir können endlich in Deutschland wieder vereinigt leben. Und wir können endlich jeden nach seiner Rentenbiografie behandeln und müssen keine Fiktionen mehr aufstellen. Das ist das historische Ereignis. Und jetzt ist durch eine Gesetzesänderung festgelegt worden, dass ab 92 die echten Rentenentgeltpunkte, die auf der Erwerbsbiografie zugrunde legen, angewandt werden und nicht mehr das Fremdrentenrecht. Soweit der Vorgang. Nun kommt der Wunsch auf, wir mögen doch regeln, dass die Betroffenen wählen können, ob sie ihre Rente nach diesem alten Fremdrentenrecht, was vor der Wiedervereinigung galt, ausbezahlt werden können oder nach dem neuen Recht. Das ist schon ein hoher Anspruch, ein Wahlrecht zu haben, je nachdem, welches System gerade besser für mich ist. Das zweite Problem ist, dieses alte Fremdrentenrecht gilt es nicht mehr.
Frau Kollegin Kolbe hat ausgeführt, dass das Fremdrentenrecht in den 90er Jahren zweimal durch den Deutschen Bundestag neu geregelt worden ist und nur noch bei 60% der früheren Werte liegt. Das möchten aber diejenigen, die aus der ehemaligen DDR geflohen sind, auch nicht haben, sondern sie möchten das alte Fremdrentenrecht mit 100%, was früher galt, angewandt wissen. Und daran sieht man, das passt doch nicht zusammen. Wie sollen wir gegenüber anderen Bürgerinnen und Bürgern, die kein Wahlrecht haben, wie sollen wir gegenüber anderen Bürgerinnen und Bürgern, die selbstverständlich sich für sich das aktuell geltende Recht anwenden lassen, begründen können, dass wir für eine bestimmte Personengruppe ein nicht mehr existierendes, altes Recht anwenden? Also ich will kurzum sagen, wir kommen in Teufels Küche, wenn wir einzelne Ausnahmen für bestimmte Personengruppen machen. Ich würde diese Ausnahmen aus Sympathie, aus dem Herzen raus gerne machen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, der Deutsche Bundestag muss im Sinne von Rechtsklarheit gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern manchmal leider sagen, das, wofür wir Sympathie empfinden, können wir nicht tun, weil wir gegenüber anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine massive Ungerechtigkeit begehen würden. Und deswegen nach aller Prüfung des Für und Widers kommen wir zu dem Schluss, dass wir dem, was hier als Antrag vorgelegt worden ist, leider nicht entsprechen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Kollege Weiß, auch bei großzügiger Auslegung der Redezeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach großzügiger Auslegung der Redezeit durch den Präsidenten möchte ich schließen damit, es ist gut, dass wir ein gemeinsames deutsches Rentenrecht haben. Das ist der eigentlich große Fortschritt. Und ich bitte diejenigen, die sich betroffen fühlen, weil sie mal für ein anderes altes Recht informiert worden sind, das auch zu akzeptieren, so schwer es ist. Es muss gleiches Rentenrecht für alle in Deutschland gelten. Das ist das, was wir miteinander vertreten. Vielen Dank. Darf ich einfach noch mal darauf hinweisen, dass die Redezeiten keine Richtwerte sind, sondern zwischen den Fraktionen vereinbart worden sind. Und jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Markus Kurz für Bündnis 90 Die Grünen.